Was bewegt Hessen heute? Main-Tower. Live mit Susan Atwell. Und ich begrüße Sie sehr herzlich an diesem warmen Donnerstagabend hier bei Main-Tower. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und wir haben tolle Themen. Diese hier zum Beispiel. Ja, da gab's ja Vanille, Schokolade und Erdbeer und heutzutage gibt es die verrücktesten Eissorten. Chai, Latte, Ingwer oder Döner-Eis sogar. Zum Beispiel. Bei uns neu und total angesagt ist im Moment das sogenannte Schneeeis. Und in Frankfurt, da kann man die japanische Spezialität jetzt probieren. Monika Borg, die hatte das Vergnügen. Wassereis, Softeis, Eis am Stiel, Kugeleis, das kennt man ja alles. Aber Schneeeis, das habe ich noch nie gehört. Was es damit auf sich hat und woher das kommt, wie das schmeckt, das finde ich jetzt mal heraus. Doch bevor man das Eis essen kann, muss es erstmal zersägt werden. Ganz schöne Knochenarbeit. Und das ist im Prinzip einfach nur gefrorenes Wasser, ja? Das ist nur gefrorenes Wasser. Genau. Okay. Ohne Mineralien, deswegen ist er so klar durchsichtig. Die Idee, einen Eisstand aufzustellen und das Schneeeis zu verkaufen, kam von zwei Japanern und einem deutschen Freund. Eigentlich machen alle drei beruflich etwas ganz anderes. Doch dann kam Corona. Wir sind Reiseberater und, in einer japanischen Firma und ja, für Beruf sind wir hier gekommen. Aber da kam die Corona-Zeit und hatten wir Kurzarbeit. So haben wir entschieden, oh, diese Zeit ohne Arbeit können wir gut ausbenutzen. Und ja, so haben wir entschieden, in der Straße zu verkaufen. Tsubasa Saito ist einer der drei Mitinhaber. Ihm lag es sehr am Herzen, etwas aus seiner Heimat nach Deutschland zu bringen. Schneeeis ist typisch japanisches Eis. Das existiert mittlerweile 600 Jahre in Japan. Wir schaffen das Blockeis, das klare Eis. Und so wird das Eis schneemäßig. Weil das Eis aus Wasser ist, schmeckt nicht, aber ohne Kalorie dafür. Als Topping gibt's verschiedene Soßen, wie zum Beispiel Erdbeer, Holunder, Matcha oder auch Sesamsoße. Alles hausgemacht. Und wie kommt das Eis an? In Japan, wir essen jeden Sommer. Kakigori heißt das. Schmeckt sehr weich. Ich weiß nicht mal, was das Schwarze ist, aber es ist echt gut. Lecker. Ja. Sehr lecker. Dann lasst es euch schmecken. Danke. Um das Eis besser zu verkaufen, bauen die drei Inhaber extra einen Mini-Food-Truck, mit dem sie nur bei gutem Wetter rausfahren, denn das Schlechte wurde ihnen zum Verhängnis. Zu viel Wind, eine böse Kurve und der Anhänger kippte um. Wenn man das Video sieht, sieht man, dass alles geflogen sind, alle Inhalte weg und das Dach besonders komplett weg war. Doch in nur einem Tag und mit sechs Freunden zusammen schaffen sie es, den Wagen wieder auf Vordermann zu bringen. Wir haben geschafft, alles zu reparieren, außer dem Buchstaben Y. Nicht zu vergessen, die drei Männer betreiben ihren Schneeeisstand nur nebenberuflich. Trotzdem haben sie jetzt schon große Pläne. Wir haben dieses Jahr angefangen, in der Straße zu verkaufen, aber wir hoffen, das wird sehr erfolgreich. Und viele Deutsche lieben unser Eis, Gott sei Dank. Und jetzt darf endlich auch ich mal probieren. Ich entscheide mich für das traditionelle Topping. So, jetzt bin ich mal gespannt. Und das ist schwarzer Sesam, natürlich gesüßt. Also der Sesam ist wirklich sehr intensiv, aber ansonsten ist das Eis tatsächlich wie Schnee. Also wie früher, wenn man als Kind mal eine Handvoll Schnee in den Mund genommen hat. Genau so ist die Konsistenz. Es ist wirklich sehr lecker, sehr erfrischend und ich finde, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Lecker sah das aus. Huch, das war jetzt schnell, ein schneller Schluss. Aber das sah sehr köstlich aus. Wie lange haben wir denn noch Schneeeiswetter in Hessen, Thomas? Also, ich hätte es ja gerne kühl, aber wenn ich das Eis sehe, dann darf es noch. Sehr gut, können wir wieder tief schlafen. Ich danke dir, Thomas. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen erholsamen, kühlen Abend, denn jetzt machen wir Feierabend, morgen um 18 Uhr. Da sehen wir uns dann hier aber wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss. HR3.
zu Hause in Hessen. Jeden Morgen auf morgen. Mit Tanja und Tobi. Die HR3 Morning Show. Welches Eis mögen Sie am liebsten? Vanille, Erdbeer, Schoko, Schneeeis. Moment, Schneeeis? Was soll das denn sein? Ja, kommt aus Japan, ist der Trend in diesem Sommer am Mainufer in Frankfurt. Das ist so japanisches Wassereis mit hausgemachter Soße. Das servieren drei Jungs in ihrem Foodtruck. Japanisches Schneeeis, sehr lecker! Mit ihrem kleinen selbstgebauten Foodtruck kommen Tsubasa Saito, Yasuhito Kato und Juri Minich auf den Walter von Kronbergplatz in Frankfurt-Sachsenhausen angefahren. Und dann gibt es Schneeeis. Und so wie es heißt, so sieht es auch aus, erklärt Tsubasa Saito. Schneeeis ist typisch japanisches Eis. Das existiert mittlerweile 600 Jahre in Japan. Wir schaben das Blockeis und so wird das Eis schneemäßig. Und weil das Eis pur aus Wasser ist, schmeckt nicht, aber ohne Kalorie dafür. Der Eisblock wird mit einer Handsäge zerkleinert und in eine spezielle Maschine eingespannt. Eine Klinge schabt das Wassereis ab, sodass Schneeflocken herausfallen. Yasuhito Kato hält einen Becher darunter und das Schneeeis fällt rein. Sobald der Becher voll ist, kommt das Topping drauf. Das sind unterschiedliche Soßen, die die Japaner selbst zu Hause herstellen. Wir haben Standard-Speisekarte, Erdbeer, Matcha. Matcha ist der japanische Grüntee-Geschmack, typisch japanisch, und Holunder. 4 Euro kostet ein Eisbecher. Jede Woche gibt es zusätzlich wechselnde Soßen. Diese Woche ist es schwarze Sesamsoße. Vielleicht erntet das Eis deswegen kritische Blicke. Dann aber trauen sich die Menschen doch etwas zögerlich an den Foodtruck. Schmeckt sehr lecker, süß, aber noch mild süß. Schmeckt sehr gut, schmeckt sehr weich. Ein neues Eiserlebnis, was es so in Hessen noch nicht gibt, erklärt Tsubasa Saito ganz stolz. Es gibt einmal in Berlin, aber hier sind wir der Erste. Japanisches Schneeeis aus Frankfurt, das einzigartig ist. Und jetzt traue auch ich mich mal und nehme einen Becher mit der traditionellen schwarzen Sesamsoße. Der Sesam ist sehr intensiv, aber es schmeckt wirklich sehr lecker. Es ist sehr erfrischend und man merkt, es ist wirklich so, wie man früher als Kind einfach mal eine Hand Schnee in den Mund genommen hat. Nur mit eben ein bisschen Sesam. Sehr, sehr lecker. Wassereis mit Sesamsoße. HR4-Reporterin Monika Borg hat für uns mal den Sommertrend des Jahres probiert. So nenne ich es einfach mal. Japanisches Schneeeis gibt es am Mainufer in Frankfurt. Wenn Sie mal vorbeikommen, können Sie mal probieren. HR4. Einfach gut drauf. Nee.